Läutern? Meinst du wie Exorzisten? Ich läutere dich, Malzack. Mögen alle bösen Geister aus dir fahren und nur das große heilige Licht. Guck mal, da sind noch mehr Säcke. Aus dir herausscheinen. Yeah, was ein Soundtrack. Willkommen zu Beer Factory, liebe Leute. Der Bierfabrik-Simulator schlechthin. Ohne zu schnell geredet, wie immer. Also der Bierfabrikator-Simulator schlechthin haben wir noch nie gespielt. Und ja, aber es ist so ein typisches Simulatorspiel. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, ohne Filamentieren, auf ins Abenteuer. Manchmal findet man so einen richtigen Diamant unter diesen ganzen Simulatorspielen. Wie zum Beispiel der Fuse Gas Station Simulator. Der Tankstellen-Simulator kann ich euch empfehlen. Ist bei mir auf jeden Fall als Let's Play hinterlegt. Und ja, auf ins Abenteuer. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Hier gibt's Francis, sowas wie Timmy bei Fuel Station Simulator. So ein Typ, so ein Penner, der nervt, den man mit Müll bewerfen muss. Was ganz Normales. Ja? Was ganz Normales. Alltäglich. Wir werfen auch immer Penner mit Müll. Los geht's. Und hier sehen wir die wunderschöne Immobilie. Kaufen Sie jetzt eine wunderschöne alte Bierfabrik im Zentrum von was auch immer Stadt, in dem überall wunderschöne Gebäude herumstehen und die großen Immobilienfirmen sich darum schlagen, diesen alten, verwindeten, gammligen Lagerplatz endlich abzureißen, um ein Hotel zu errichten. Doch der Besitzer wehrt sich und hat die Fabrik verkauft. Hier sehen wir nochmal diese wunderschöne Immobilie. Mein Gott, ist die schön. Mein Gott, welcher Idiot hat die denn gekauft? Was ein Idiot. Oh, ein Anruf. With the budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory, and do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. Okay, also, die Fabrik wurde gekauft, wir müssen den Strom wiederherstellen und renovieren. Und der Vorbesitzer hat eine Maschine in dem abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Okay, los geht's. Blablabla. Und angeblich soll das besetzt sein. Ach, guck mal, wie heißt die Straße überhaupt? Wo steht Love? For Rent. Boah, hier ist ja alles schon voll im Arsch. Da ist sie. Fabriki. Warte, ich muss mal die Sensitivität runterstellen. Das ist ja fürchterlich. Kontrolle. Und los. An entspeichern? Einfach zumachen? Okay, das geht. Los geht's. Sesam, öffne dich! Ist hier der Generator, oder? Ah, hier sollen wir gar nicht hin. Guck mal, ein Hubwagen! Wie geil! Kann ich damit auf Skateboard fahren? Ist das geil? Kann ich das hoch und runter? Warte mal. Nein! Ist das cool! Okay, gehen wir erstmal rein. Oh Gott, da sind schon überall stinkende, verseuchte Penner. Hallo? Obdachlose! Ich knall euch ab, wenn ich euch sehe. Okay, los geht's. Tut mir leid, ein bisschen Blödsinn. Oh, komm! Direkt erstmal in die Kaffeemaschine. $1. Das Trinken eines Kaffees ermöglicht das Sprinten. Während... Na toll, deutscher Text. Oh, was haben wir denn hier? Espresso, Cappuccino, Kaffee Americano, Latte Macchiato, Kaffee Latte, Karamell Latte. Ich habe gar keine Ahnung, was... Ich weiß ja noch nicht mal, was Kaffee Latte ist. Milk Frappe, Hot Chocolate, Hot Chocolate, Kaffee Crema, klar, Cappuccino und Espresso. Der Rest, ich habe keine Ahnung. Ich will einen Kaffee! Wir haben sogar einen Kalender. Oh, das schmeckt ja gar nicht so schlecht. Nur 3 Jahre alt. August 1971, am 25. Ist das hier so eine Art Rätsel? Und September 12 ist angekreuzt. Bestimmt irgendwie Geburtstag oder so. Oh, ich muss die Musik mal ausmachen. Ich weiß nicht, ob das Copyright-Probleme macht. Oh, gerade auch im Hauptmenü. Wir machen unsere eigene Musik. Ta-t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 a
Das halt. Verjage den Penner, indem du Gegenstände auf ihn wirfst. Ich gebe zu, soweit war ich schon mal. Ich zieh mir den Müllsack, weil das kennen wir ja nicht anders. Warte mal. So. Komm her, Francis. Oh, Alter. Was ist mit dem los? Francis! Okay, I got it. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Tuning-Teil erhalten. Propan. Gut. Den Müll müssen wir auch vor die Tür bringen. Kann ich auch aufs Dach werfen? Ist ja auch aus den Augen, aus dem Sinn, oder? Ist geil, oder? Ist geil, oder? So, machen wir das Tor auf. Das macht auch Spaß. Nimm den Müll und stelle ihn in die Tonne. Muss ich auch hier anstreichen? Guck mal, ob ich die Tonne treffe. Ja, habt ihr es gesehen? Ich bin ein Müllspieler. Oh, okay, so viel dazu. Meine Karriere ist schon vorbei. Ah, okay. Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten. Räder 1. Da kommt immer entweder Müll raus oder... Oh, ich soll einen Besen. Einen Besen kaufen. Besen. Das ist doch ein Wischmopp. Da stand bestimmt Broom. Das kann auch beides sein. Wenn man Google-Übersetzer benutzt. Meine Güte. Okay, das ist schon mal... Ach, das steht jetzt hier. Ich komme mir vor wie so bei einer Teleshop-Sendung. Und stellt euch vor, der spricht, hat ganz schlechte Lippensynchro, ja? So Englisch und dann in Deutsch übersetzt. Mein Gott, Sarah, schau mal hier, der Broom 3000. Oh mein Gott, Jonathan, das ist ja krass. Ja, Sarah, das sage ich dir. Das ist unfassbar, diese Saugkraft von... Wow, das ist aber echt gut. Von Broom 3000, Super Broom, jetzt im Handel. Oh mein Gott, Jonathan, das ist ja... Okay, ich hör auf. Oh mein Gott, der macht ja wirklich alles sauber. Broom 3000, jetzt im Handel. Aber pass auf. Oh Mann, das ging aber schnell. Das Saubermachen macht mehr Spaß als bei Gas Station Simulator. Ich will das jetzt nicht damit die ganze Zeit. Ja! Die Menge tobt. Die Frauen werfen ihre Panties. Er hat den Müllsack einfach in die Mülltonne geworfen. Was will die Frauenwelt mehr? Altemar der Unfassbare. Jawohl! Sehr schön. Altemar der Unfassbare dankt den Müll wie kein anderer kann. So. Müllmar, jetzt im Handel. Müllmar, jetzt im Handel. Wollen Sie auch einen Müllmar? Bestellen Sie ihn jetzt. Und für kurze Zeit im Angebot. Müllmar, der Müllige. Müllmar ist so wunderbar. Müllmar. Was machen wir eigentlich mit den Teilen, die da rumliegen? Okay, kauf einen Werkzeugtisch. Guck mal, schon mit Farbklecksen voll. Ist das nicht schön? Das ist doch schon die Farbe auf dem Boden. So muss das sein. Sehr schön. Ich denke immer, ich muss hier hingehen. Oh, hier ist auch Müll. Komm her, du schöner Sack. Ist auch ein schönes Wort, ne? Sack. Das sag ich immer wieder gerne. Oh, Mann. Man kann nicht alles haben. Und jetzt? Okay. Und jetzt? Öffne das Baumenü. Tab. Kaufe Platz für Paletten. Kaffeemaschinen. Ich kann... 600? Wir haben doch schon eine. Und jetzt? Ach so, ich kann jetzt das irgendwo hinstellen. Warte mal. Benutze den Schraubfest. Jetzt. Jetzt, ja. Oh, warte mal. Weil das wird irgendwas. Und ja, ich war auch schon mal so weit. Ich geb's zu. Aber leider war meine Mikrofonaufnahme für den Arsch. Also, wir bauen das jetzt dahin. War beim Regal ungefähr. Bestätigen. So, jetzt haben wir so ein Minigame. Ich hab's aber schon rausgefunden. Pass auf.
Jetzt muss man das so schrauben, aber wenn ihr von oben guckt, könnt ihr einfach von oben hier drauf drücken. Guck, wenn ihr das seitlich macht, dann rutscht das mal wieder raus. Dann ist das nämlich wie in echt, ja? Zum Kotzen so ein Ding festzuschrauben dann. Aber man würde das ja auch eher mit der Hand, erstmal mit den Fingern machen. Aber voll das tolle Minigame, oder? Das ist auf jeden Fall sehr beruhigend. So wie meine Stimme. Vielleicht nicht mein Stressfaktor, aber alles andere vielleicht. Okay, finde die erste Stütze für dein Lager. Und jetzt die hier? Ich werf dir einfach dagegen. Hör! Ach, schade. Hör! Ich bin der Beste. Ich werfe einfach alles aufeinander und es snappt. Super. Ah, oh, das schon wieder. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Okay. Subvention. Guck mal hier. Ich tu das mal. Das wird bestimmt auch irgendwas zu bauen, oder? Warte, das ist ein Gabelstapler-Dingens, oder? Leise, laut. Leise, laut. No smoking. Schmocking. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kaufe ein neues eine Neuerweiterung für die. Aber. Wo denn? Ach, hier! Factory Extensions. Schalte Getreidemühle frei. Brauerei. Abfüllen. Oh, guck mal hier, Flaschen abfüllen, Sachen. Was machen Sachen? Getreidemühle. Getreidemühle freigeschaltet. Powerfill. Neue Rubrik im Hilfsmenü verfügbar. Okay. Vertrag über Computer annehmen. Vertrag. Veredle 20 Säcke mit Rohmalzkorn annehmen. Er soll 20 Säcke verarbeiten. Und bestelle eine Palette mit Rohmalzsäcken. Achte darauf, dass du die Menge bestellst, die du brauchst, um Vertrag zu erfüllen. Veredle 20 Säcke mit Rohmlieferung. 20. Was haben wir denn noch? Hopfen? Und geschroten. Oh, wir müssen unbedingt Walter Breu. Walter Breu! Und das ist wie bei Car Station Simulator. Aber hier ist doch. Kommt der zu uns? Ist das geil. Also, ich habe damit immer Skateboard gefahren. Weißt du, so rum und dann gib ihm. Das war immer die schnellste Methode. Aber hier ist das nicht gut übersetzt. Mann, ist das laut, das Auto. Wir kommen! Low Rider. Meine, soll man damit auf die Straße fahren? Ein paar Ischen aufreißen? Ey, Kleine, guck mal, meine Karre. Oh mein Gott, ist der tiefer gelegt? Ich weiß tatsächlich gar nicht, was daran irgendwie. Ich weiß nicht, Autos sind für mich so total sinnlos irgendwie. Geil. Oh Mann, ist das geil. Oh Mann, ist das gut. Ja, da war ich auch schon. Aber geil, oder? Ist das nicht gut? Was wollen Männer? Ja, wir wollen nur sowas hier spielen. Ach ja. Das müssen wir da drunter fahren. Und dann drücken wir hoch. Aber ich glaube, das müssen wir noch nicht mal. Ah doch. Aber da muss man irgendwie R drücken, weil aber jetzt wird das nicht angezeigt, dann snappt das nämlich. Komm raus, du blöder Sack!
Nein! Mann, sowas im Multiplayer, aber nie geht sowas. So, und jetzt darüber. Achtung, ich muss eigentlich mal hupen, wenn ich um die Ecke fahre. Normalerweise zieht man die Dinger ja eher. Na gut, eigentlich ist es auch scheißegal, aber... Halt, warte mal. Ich glaube, wir müssen dahin. Warte, müssen wir das erst anmachen? Engine! Oh Mann, das ist ja übel. Boah, das Piepen ist übel. Nimm den Rohstoffsack von der Palette. Aber was steht denn da? Dirtiness. Ich hab Müll gemacht. Ey, guck mal, da ist noch ein Sack. Das ist ja geil. Jetzt haben wir hier Müll. Achso, das ist... jetzt haben wir das gereinigt. Tu mal so, als wenn ich das nicht wüsste, was ich gemacht habe. Oh, so ein Müllboy oder so. Okay. Na. Oh, oh, oh. Nein. Okay. Lass uns mal da. Okay, und jetzt? Ich das selber machen? Ist das geil. Schnell! Geil, jetzt habe ich voll die Fallout-Vibes. Oh, das war zu viel, oder? Nein! Jeder nur ein Sack, nicht drängeln! Nicht drängeln, jeder nur ein Kreuz. Nicht drängeln, jeder nur ein Kreuz. Nicht drängeln, jeder nur ein Kreuz. Guck mal, das funktioniert aber gut, ne? Und dann? Und was mit dem Raute-Sack hier, oder wie das heißt? Dem Jute-Sack? Nö. Und jetzt muss die Palette darüber, oder was? Oh nein, ist rausgefallen! Rumgebuggen. Rumgeglitscht. Ist das lustig. Ach, guck mal, wir brauchen den Super Broom 3000. Super Broom 3000, jetzt im Handel. Kaufen Sie jetzt den Super Broom. Oh mein Gott, Sarah. Es tut mir leid. Ich bin irgendwie heute wieder Clown gegessen. So. Der Clown ist. Clownesser 3000. Mein Gott, der Schmutz verschwindet einfach, als wenn er nicht existieren würde. Er verschwindet in ein Paralleluniversum, Sarah. Mein Gott, wirklich? Ja, er ist mit Dimensionsdingens belegt. Läutere den Sack, Malz. Ein paar Tipps findest du in der Rubrik Getreidemühle. Läutern? Meinst du wie Exorzisten? Ich läutere dich, Malzsack. Mögen alle bösen Geister aus dir fahren. Und nur das große heilige Licht. Guck mal, das sind noch mehr Säcke. Aus dir herausscheinen. Das gibt's doch nicht. Du Sack wirst jetzt zu Supersack. Mögen die Götter beistehen. So ungefähr. Ist er jetzt geläutert? Ah, hier. Muss ich das halten? Korn verfeinern. Oh, da kommt er. Och, wie geil. Oh, das ist ja praktisch. Los, läutere dich. In Namen die Patrus et Filii et Spiritus Sancti. Wir läutern den Malz, damit er zu heiligem Biere würde. Und somit das beste Bier gebraut werden kann, das die Welt je gesehen hat. Ach ja, nichts geht über geläutertes Malz. Kaufe einen Gabelstapler. Jetzt sofort? Aber wir sind doch noch am Läutern. Nimm das, Läutersack. Ist das cool. Guck mal, wie sauber die da aufgestapelt werden.
Okay, und jetzt? Soll ich das mit dem Gabelstapler machen? Warte mal. Müssen wir jetzt erstmal wieder fahren? Jetzt machen wir so. Oh, das ist aber ein bisschen am Backen, würde ich mal sagen. Ich kann nicht mehr laufen. Ich glaube, wir müssen Kaffee trinken. Trinken wir erstmal einen Kaffee, würde ich sagen. Bang. Und jetzt? Hier war das. Aha. Wir haben einen Lancelot gekauft. Gabelstapler freigeschaltet. Mac Hydraulic Systems M200 TXA Nummer 6. Nummer 5 wäre besser gewesen. Sehr schön. Sehr gut. Ach da. Guck mal, das ist noch ein Müllsack. Oh mein Gott, wir haben einen Müllsack gefunden. Wie bist du so reich geworden? Ich habe Müll verkauft. Müll? Ja. Ich dachte, du hast eine Bierfabrik. Nein, das ist egal. Geil, habt ihr den Wurf gesehen? Ich bin der Beste. So, jetzt müssen wir das auf dem Pickup tun. Ja, wie geht denn das? Hupe? Hupe geht nicht. Motor ein- ausschalten. Ah, los, Lancelot. Wir werden noch große Freunde werden. Kann ich auch First Person? Oh ja. Ich muss eigentlich immer hupen können. Das ist nicht deutsch und vorschriftsgemäß, wenn ich in die Ecke fahre. Undeutsch. Ich kann Gabelstapler fahren. Nein, kann ich nicht. Aber das kann ich mir nicht so schwer vorstellen. Ist alles okay? Ja, guck. Ist alles normal. Geil. Die Hupe geht immer noch nicht. Die Bierfabrik. Los geht's. Geil. Wie viel haben wir gemacht? Braucht der eigentlich Sprit oder so? Okay, ich glaube, der kann nicht Auto fahren. Ich läutere dich! Pick up! Schließe den ersten Auftrag ab. Okay. Investor? Warum sieht das aus, als wenn sie Geld klauen würden? Geliehenes Geld, Benefits shared, owned interest. Du hast erhalten $517. Reputation. Sehr gut. Ach du krass. Ich kann ihn einfärben. Warum geht denn rot nicht? Ich kann nur schwarz machen oder hell? Wofür kann ich denn die Farben ändern? Es gibt gar keine anderen Farben. Ah, doch. Jetzt. Yeah, Motor. Spoiler? Warte, jetzt leg mich. Propan oder Butan? Turbo. Spoiler? Nein. Nein! Im Ernst? Wir haben einen Spoiler in unserem... Ich werd wahnsinnig. Räder? Ist es einfach drin? Licht? Lass schon mal so. Oh mein Gott! Ist der nicht schön? Mit Spoiler. Geil. Finde eine Glasflasche. Hä? Und dann? Ach, Gasflasche. Tanke den Gabelstapel auf. Mit Propan? Die fahren mit Propan? Und dann? Und dann? Nee, guck mal, wie wir aussehen. Voll der Business-Typ.
Und dann? Ich habe doch keine Ahnung, wie ich den damit auftanken soll. Ah, ja natürlich, guck hier. Kauf einen Palettenplatz, gehe zu deinem Werkzeugkasten. Sollen wir die hier in Paletten oder soll ich nach draußen, ne? Und warum? Ich kann noch mehr Förderbänder machen, Alter. Leck mich an de Tesch. Leck mich an de Tesch. Und da steht das blöde Ding da hinten. Wechsel Verwaltungsmodus, Standardtaste Tab und verbinde Arbeitsplatz, Marge Anker mit einem neuen Palettenplatz. Damit legst du fest, wo die Mitarbeiter die benötigten Rohstoffe abholen. Warte mal, Wechsel, Standardmodus, Tab. Und dann dahin, ne? Tab und verbinde den Arbeitsplatz Orangener Anker mit einem neuen Palettenplatz. Damit legst du fest. Ah, hier. Getreidemühle. Einzelschützen. Heure Mitarbeiter an. Jetzt kann ich schon Mitarbeiter anheuern. Wie geil ist das denn bitte? Ist das geil? Leute, aber bevor wir das machen, sehen wir uns wieder nächste Folge, oder? Würde ich sagen. Aber ich glaube, hier gibt es auch so Tage. Spiel speichern. Also wir machen erstmal, wir gucken uns das noch an, oder? Ach, keine Ahnung, ich bin doch irgendwie noch in dem Menü. Egal, Leute, wir sehen uns nächste Folge wieder bei Beer Factory. Wie viele Folgen machen, hängt davon ab, wie gut das hier von euch ankommt. Sonst wird das zu einem angespielt. Sonst, ja, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, vielen anderen Folgen. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Aber am meisten ist es immer die Watchtime. Aber wenn ihr hier angelangt seid, dann seid ihr ja schon durch. Also, bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.